Es gibt ja die unterschiedlichsten Strategien im Tierreich, um dem Nachwuchs das Überleben zu sichern. Kängurus, die packen ihre Sprösslinge in den Beutel, Vogelküken werden von den Eltern im Nest geschützt und Klammeraffen, Kinder, die lassen sich gerne am Bauch der Mutter durch die Gegend tragen. In Tierparks lässt sich sowas eher selten beobachten, umso freudiger sind die Affenpfleger im pfälzischen Landau über ihren jüngsten Zuchterfolg im Zoo. Versteckt im Fell der Mutter, Mathilda, das Braunkopf-Klammeraffen-Baby, erst ein paar Wochen alt. Noch verschläft die Kleine die meiste Zeit, ist ja auch anstrengend, sich dauernd am Bauch festhalten zu müssen. Über den Nachwuchs der Affensippe freuen sich im Zoo im pfälzischen Landau alle. Vor allem darüber, dass es sowohl Mama Hexe als auch Mathilda so gut geht. Die wächst und gedeiht. Für Klammeraffen verhält sie relativ langsam, weil die relativ lang in der Entwicklung brauchen. Aber man sieht schon, dass es langsam auch mal ein bisschen in der Gegend rumguckt oder auch mal versucht, irgendwas zu greifen, was nicht gerade nur das Fell von der Mutter ist. Also es macht schon Spaß. Drei Männchen und 11 Weibchen zählt die Braunkopf-Klammeraffensippe in Landau bislang. Mathilda ist jetzt Nummer 15. Wie alle Artgenossen wird sie ein Jahr lang am Bauch der Mutter bleiben. Erst dann machen die aus den Regenwäldern Südamerikas stammenden Primaten erste Abnabelungsversuche. Generell haben die Tiere eine sehr niedrige Fortpflanzungsrate und sind in freier Natur beinahe ausgestorben. Sie sind auf der IUCN Red List als Critical Endangered, also vom Aussterben bedroht. Das ist eine Stufe vorweg sozusagen. Und sie sind in den letzten Jahren, ist der Gesamtbestand auf um 80% gesunken. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir die Tiere hier im Zoo Landau so gut züchten können. Durch die Abholzung wird ihr natürlicher Lebensraum immer kleiner. Und auch der Mensch ist durch die Jagd eine Bedrohung. Auch deshalb hoffen sie hier im Zoo Landau, dass die kleine Mathilda nicht das letzte Braunkopfaffenbaby bleibt. Ja, und das war's von uns von der Drehscheibe. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis morgen in alter Frische.